Moin, moin. Ich würde heute euch gerne mal ein bisschen was über ein Problem in meinem Smart Home Netzwerk erzählen. Kurz zum Hintergrund. Ich nutze als Smart Home Zentrale Homey. Homey hier mit EY. Das Ganze gibt es irgendwie auch nochmal mit Homey mit EE. Vom Prinzip her sollte es fast egal sein, welche Zentrale ihr verwendet. Das Problem kann in jeder auftreten. Und die Lösungswege sind sicherlich hier identisch oder übertragbar. Man muss nur ein bisschen gucken, auf welche Tools man hier setzen kann und wo man da ansetzt. Kurz zu dem Problem, was aufgetreten ist. In meinem Smart Home gibt es, weiß ich nicht, deutlich über 100 Geräte, die in irgendeiner Form automatisch davon gesteuert werden. Manche per Workflows, manche per Handy, per Schalter, per Sprache, all so ein Zeug. Ist nicht so wichtig. Viele von diesen Geräten funken mit dem Z-Wave-Protokoll. Bisher habe ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, hat eigentlich alles einwandfrei funktioniert. Von der Einbindung bis zu den Verwendungen bisher problemlos. Bis, wie gesagt, so vor 2, 3 Wochen. Nichts verändert und auf einmal fing alles an zu spinnen. Zu spinnen in der Form. Geräte waren nicht erreichbar, sie ließen sich nicht steuern, man hat draufgeklickt und Homey sagt, Timeout oder No ACK, Commit failed, irgend so ein Quatsch, den man eigentlich nicht mehr versteht. Was soll das denn? Und eigentlich hatte ich ja nichts verändert. Spoiler hatte ich natürlich doch. Nur das Herauskriegen, was das denn jetzt genau war und wie man das denn löst. Und vor allem, wie man rausfindet, was denn jetzt das Problem ist, das würde ich euch hier gerne einmal zeigen. Denn so ganz einfach ist das nicht, denn sobald etwas nicht geht, lässt einen zumindest Homey mit EY hier so ein bisschen im Stich. Vielleicht machen das andere Zentralen ein bisschen besser, vielleicht nicht, aber vielleicht kriegt ihr ein paar Hinweise, was man denn jetzt machen kann, um die Situation aufzulösen. Zunächst einmal, was ihr hier seht, das ist die normale Web-Applikation von Homey, mit dem ihr euer Zeug am Computer quasi steuern könnt. Sieht im Prinzip aus wie die Handy-App, funktioniert auch genauso. Alles, was ihr hier seht, geht genauso auch auf dem Handy. Manchmal sogar ein bisschen besser. Es gibt aber noch eine zweite Zugriffsmöglichkeit und die geht meines Wissens nur im normalen Webbrowser. Und das sind diese Developer-Tools. Ich bin jetzt selber Softwareentwickler für Homey. Und auch für andere Sachen, das heißt, so ganz behämmert bin ich nicht, würde ich zumindest behaupten. Aber diese Seite kann jeder aufrufen. Muss gar nicht, ihr müsst kein Entwickler sein, das kann jeder aufrufen und ihr habt ein bisschen mehr Zugriff auf euer Zeug und könnt ein bisschen mehr sehen, was denn hier so eigentlich passiert. Wie gesagt, ich habe Probleme mit dem Z-Wave-Netzwerk. Das kann man dann hier anklicken und man kriegt hier alle Geräte aufgelistet, die in irgendeiner Form in eurem Netzwerk auftauchen. Mit den Nummern, die die haben und auch wie Homey mit denen spricht. Denn wenn ein Gerät von über Z-Wave nicht direkt erreichbar ist, wie hier zum Beispiel, 1 ist Homey, 16 ist das Zielgerät, Homey spricht direkt mit dem Ding. Erreicht es also relativ gut. Gibt aber Geräte, die erreicht es vielleicht nicht so relativ gut und dann wird über andere Geräte rübergehüpft. So 1 von der 1 zu 3 zu 16 zu 1 und so weiter. Das kann man hier alles nachvollziehen. Das ist schon mal ganz lustig. Man kann auch noch ein bisschen sehen, was hier so für Zahlen stehen. Das heißt, zum Gerät Tisch links werden so 15 Befehle gesendet oder sollen 15 Befehle gesendet werden. 19 wurden tatsächlich gesendet. Warum sind es mehr? Ein paar sind wahrscheinlich schief gegangen. Kann man hier auch sehen. Hier sind 5 schief gegangen. Wie hier die Diskrepanz zustande kommt, keine Ahnung. Muss man Homey fragen. Und so weiter und so fort. Was jetzt hier schon auffällt, so richtig gesund ist das bei mir noch nicht. Wir haben hier relativ hohe Zahlen an Fehlern. Das veranlasst Homey in der Regel immer dazu, den Befehl nochmal zu senden und nochmal zu senden. Wie oft, weiß ich nicht. Der Timeout selber liegt bei 10 Sekunden. Und dann geht es halt irgendwann in die Binsen und der Befehl geht komplett schief. Eine gewisse Fehleranzahl ist hier tatsächlich auch normal. Hin und wieder geht mal was verloren, Gerät ist nicht erreichbar, sonst irgendwas. In der Regel kein Problem, kriegt man so gar nicht mit. Es sei denn, diese Zahl wird zu hoch. Dann kommt es zu den besagten Fehlermeldungen. Das ist das eine Problem, was hier
auftritt, und man sieht es ja hier noch, relativ viele Befehle gehen auch zu Geräten, die direkt neben der Homing-Zentrale stehen, einfach verloren, funktioniert einfach nicht. Und es gibt noch eine andere Zahl, die jetzt in dem Kontext relativ interessant ist, das ist diese hier. Ich konnte mit der bisher immer nicht so richtig was anfangen. Was soll das? Was ist das? Hab dann auch tatsächlich den Support mal gefragt und die haben mir das dann so ein bisschen erklärt. Das sind tatsächlich die Befehle, die von dem Gerät zur Homing-Zentrale gesendet wurden. Das können zum Beispiel Energieverbrauchsberichte sein oder Zustandsveränderungen. Lichtschalter geklickt, zack, müsste die Zahl hier steigen. Und wenn man jetzt mal ein bisschen weiter runter geht, zu den neuesten Geräten, die ich hinzugefügt habe, nämlich das sind die, die hier bei uns im Carport installiert wurden, um gewisse Bewässerungsventile zu steuern. Soll dich interessieren, kann irgendwas anderes auch sein bei euch, vollkommen egal. Dann sieht man, meine Güte, ist das Zeug hier hoch. Das sind diese Geräte sind normale, ja, eigentlich sind das so Einbaulichtschalter, die man halt hinter Lichtschalter setzt. Die habe ich da verwendet, um Ventile anzusteuern. Und wenn sich dann halt da irgendwas verändert, sei es der Stromverbrauch oder ähnliches, dann senden die einen Energiereport an Homi. Um den wird es hier wahrscheinlich gehen, damit Homi halt hier schön diese Grafiken, die er vielleicht kennt, anzeigen kann, wann wie viel Strom verbraucht wurde, ob das Gerät an ist und weiß der Teufel nicht was. Vielleicht haben wir jetzt auch gleich ein bisschen Glück oder nicht und sieht, dass diese Zahl, kann sein, dass diese Zahl sich live verändert. Also wenn man jetzt hier drauf geht eine Weile, dann werden die anfangen zu steigen. Und das war noch viel extremer vor ein paar Tagen. Ist diese Zahl innerhalb von einer Sekunde um 10, 15 Werte gestiegen. Was ist also passiert? Die Geräte im Carport sind relativ schlecht erreichbar. Das spürt man auch, wenn ich sie steuere. Und sie scheinen auch ihre Informationen an Homi nicht loszuwerden. Das heißt, das, was die senden wollen, kam dann bei Homi an, kann nicht verarbeitet werden. Hier sind Hunderttausende von Requests. Das Ding ist 2 Wochen im Betrieb. Ich habe Geräte, die sind seit 2 Jahren da und haben noch nicht so viele gesendet. Und das hat schlichtweg und einfach die Homi-Zentrale überlastet, sodass es sie nicht mehr geschafft hat, andere Geräte ebenfalls zu erreichen. Und genau das war das Problem. Und das habe ich halt, diese Kurve habe ich im Kopf erstmal nicht bekommen. Irgendwo Gerät installiert, was schlecht erreichbar ist, denkt man ja erstmal, okay, dieses eine Gerät funktioniert vielleicht nicht richtig, aber alle anderen gehen ja noch. Aber alleine dieses eine Gerät, oder in dem Fall bei mir sind es jetzt 4, haben das ganze Netzwerk kaputt gemacht und tun es teilweise immer noch, aber die waren dafür verantwortlich, dass alles andere auch nicht mehr richtig funktionierte. Und das war ein bisschen schwer rauszukriegen. Nun kennen wir das Problem, nun wollen wir mal gucken, wie wir das denn lösen. Vielleicht noch einen Punkt weiter, ich gehe noch mal ein bisschen weiter runter. Hier unten kriegt man noch so ein bisschen wirres Log, ein bisschen Protokoll, sage ich mal, was einem leider ein bisschen zu wenig sagt, aber immerhin sagt es ein bisschen was. Und zwar kriegt man hier pro Zeitpunkt, Achtung, wir haben Sommerzeit, Homi läuft aber auf Zulu, deswegen sind diese Uhrzeiten hier ein bisschen zurück, in aktuell 2 Stunden, wenn es im Winter ist, ist nur 1 Stunde zurück, egal. Da steht halt immer, wenn was schiefgegangen ist. Und in der Theorie stehen hier auch Informationen, was schiefgegangen ist. Eigentlich steht hier in unserem Fall aber immer sowas. Complete Fail, ich tippe mal, das heißt physically, also senden hat er überhaupt nicht rausgekriegt. Das ist der meiste Fehler, den man hier so sieht. Manchmal gibt es dann hier noch was anderes, ein Timeout zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob der jetzt hier gerade da ist. Es gibt noch sowas wie No ACK, also keine Bestätigung. Also Befehl losgeworden, aber das Gerät hat jetzt nicht bestätigt, dass das angekommen ist. So interpretiere ich das. Leider fehlt hier in dem Protokoll komplett alles. Man sieht nicht, wer hat gesendet, wo soll es hingehen, man sieht hier gar nichts. Alles ist auf Null. Das Einzige, was einem irgendwie weiterhilft, ist die Art von dem Fehler und der Zeitpunkt. Wie gesagt, eine gewisse Art von Anzahl von diesen Fehlern kann man ignorieren, das ist okay. Wichtig ist dieser Zeitstempel. Das heißt, hier sind jetzt 20 Minuten dazwischen, das ist auch so tolerierbar, aber manchmal tritt dann halt sowas auf. Da sind nur ein paar Millisekunden zwischen und dann weiß man, oh, hier stimmt irgendwas richtig nicht. Und bei mir waren hier hunderte von Einträgen für die gleiche Sekunde. Und dann kriegt die Zentrale ein Problem. So viel zum Problem. Und wie kriegt man denn raus, was das war?
Jetzt wollen wir mal gucken, wie man das denn lösen kann. Ich habe mehrere Dinge getan. Als Sofortmaßnahme habe ich einen sogenannten Repeater in der Nähe von diesen Geräten installiert. Ich habe jetzt einen von der Firma Aeotech genommen. Bei denen habe ich auch ein paar Schalter und ein paar Switches, die haben bisher sauber funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es das auch mit jedem anderen funktioniert. Das hat tatsächlich etwas Linderung gebracht. Das ist nämlich durch diese beiden Geräte ist es jetzt in dem Zustand, wie es jetzt ist. Das heißt, es sind immer noch Fehler da, es ist teilweise langsam. Aber es funktioniert wieder alles. Das Netzwerk ist wieder erträglich. Quasi ein bisschen Zeit gewonnen, sodass meine Frau nicht durchdreht. Und alles ist erstmal wieder okay. Und nun kann man an dem eigentlichen Problem arbeiten. Das heißt, ich habe zwei Repeater in Betrieb genommen, eins in der Nähe vom Gartenhaus und eins in der Nähe vom Carport. Das sind die hier unten. Man sieht tatsächlich, dass hier nichts gesendet wird und die tauchen auch hier nicht in diesen Hops auf. Das ist aber normal. Die nehmen wirklich nur das Signal auf und verstärken das und fungieren nicht als wie heißt das eigentlich, als Reply-Gerät, so wie das die Steckdosen oder ähnliches machen, die dann hier in diesen Knoten auftauchen. Das heißt, die geben einfach nur ein bisschen mehr Dampf in das Signal. Und das hat auch tatsächlich Linderung gebracht, sodass es erstmal wieder sauber funktioniert oder zumindest in der Bedienung sauber funktioniert. Man sieht natürlich, dass immer noch einige Fehler hier auftreten. Das ist das eine. Und das zweite, was ich euch zeigen kann, ist, ich habe mit mir diese Reports von fast allen Geräten, die ich habe, angeguckt. Dazu kann man dann wieder in die reguläre App gehen. Ich habe euch mal hier zwei Geräte hingesetzt. Das eine ist die Steckdose, über der sich unser Rasenmäherroboter lädt. Das andere ist ein einfacher Lichtschalter. Was das ist, ist eigentlich egal. Fast jedes Gerät hat in irgendeiner Form so eine Funktion. Und ihr könnt hier hingehen und könnt auf Einstellungen gehen. Das geht genauso in der Web-App auf dem Handy. Und dann seht ihr hier eine ganze Menge von Zeug. Das hängt schwer davon ab, was das für ein Gerät ist. Hier ist es auch ein Schalter von Aeotech. Und dann gibt es hier solche Sachen. Wattbericht, Schwellwert, Mindestwattänderung, Sendeintervall, was für ein Zeug. Das sind Einstellungen, die auf dem Gerät wirklich gespeichert werden, wie oft und in welchen Abständen es solche Berichte, in dem Fall sind es halt Energieberichte, das heißt, wie viel Stromverbrauch habe ich aktuell, was habe ich in der Vergangenheit verbraucht, wie viel Volt, was weiß ich, werden denn wohin gesendet. Und wenn dieses Intervall zu klein ist oder wenn dieser Schwellwert zu klein ist, dann senden diese Dinger halt ständig. Und wenn die ständig senden, dann kann diese Zentrale halt irgendwann mal überlastet werden. Ich habe jetzt tatsächlich nur Erfahrung mit Homey, mit EY. Ich habe keine Ahnung, ob die sich schnell überlasten lässt oder ob das jetzt einfach hier wirklich eine ungesunde Einstellung waren oder ähnliches. Guckt euch das mal einfach dann mal an, wenn ihr solche Probleme habt. Wie oft senden die denn ihr Zeug? Und muss ich denn wirklich wissen, ob sich der Stromverbrauch um 0,3 Watt verändert hat? Oder reicht das eigentlich auch, das nur bei 5 Watt zu wissen? Oder was weiß ich. Guckt da mal drauf und passt auf, dass das Zeug nicht zu viel sendet, weil dann kann das tatsächlich zu Problemen im Netzwerk führen. Und zwar nicht nur beim sendenden Gerät, sondern bei allen anderen auch. Wie gesagt, das sieht bei jedem Hersteller ein bisschen anders aus. Ich habe auch noch Schalter von Fibaro, da ist das ein bisschen übersichtlicher. Aber es ist im Prinzip überall das Gleiche. Da steht halt dann drin, wann die senden, wie oft und so fort. Und wenn das zu häufig ist, kann das zu Problemen führen. So, und dann habe ich noch eine andere Idee, die ist noch nicht vollständig umgesetzt und ist noch so ein bisschen in der Erprobung. Und zwar werde ich die Schalter, die jetzt in den entfernten Bereichen sind, und mit Z-Wave funktionieren, ersetzen durch WLAN-Schalter, weil die WLAN-Abdeckung dort einfach ein bisschen besser ist und die Reichweite ein bisschen größer. Hat zwei, drei Nachteile. WLAN ist immer so ein bisschen langsamer als diese Smart Home-Protokolle, braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Energie. Aber funktioniert an der Stelle höchstwahrscheinlich ein bisschen besser. Ich habe exemplarisch einen Schalter ausgetauscht, der funktioniert tatsächlich tadellos und werde das in naher Zukunft mit den anderen dort auch machen und dann erwarte ich, dass die ganzen Probleme auch verschwinden. Was ich da eingesetzt habe, sind aktuell Produkte von der Firma Shelly. Sollte auch vollkommen wurscht sein, was ihr da nutzt, aber das sind die, die ich bisher preis-leistungstechnisch gesehen als am vernünftigsten gesehen habe. Wenn ihr bessere Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare.
Genau. Das heißt, die ganzen Schalter im Carport und im Gartenhaus werden ersetzt durch WLAN-Schalter. Und damit müsste das Z-Wave-Netzwerk eigentlich wieder nicht nur gefühlt besser funktionieren, sondern auch diese Werte, die ich euch vorhin gezeigt habe, hier in den Developer-Tools sollten wieder sinken, die Fehlerzahlen sollten sinken und das System sollte wieder sauber funktionieren. Ich hoffe, das hilft euch vielleicht ein bisschen, dem einen oder anderen, der vielleicht ähnliches Problem hat oder nicht so genau weiter weiß, was das denn jetzt soll oder irgendwie Hilfe braucht. Vielleicht kann er ein bisschen was anwenden an der Stelle, um dem auf die Spur zu kommen, was denn hier schiefgelaufen ist. Und hat wieder ein bisschen mehr Spaß an seiner Smart Home Bastelei oder kriegt nicht so viel auf den Deckel von der Rest der Familie, die ja eigentlich nur wollen, dass alles funktioniert und die Spielerei dahinter eigentlich nicht erkennen. Also viel Erfolg und wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare. Ich bin mir sicher, wir finden einen Weg, wie wir da noch ein bisschen nachjustieren können. Ciao, ciao.